Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2, beim zweiten Char mit dem Warlock hier und dem Meilenstein-Loot, sozusagen auch mein Wochen-Loot. So, genug gefarmt, würde ich sagen, jetzt zeige ich mal eben kurz, was ich abholen kann. So, wir gehen erstmal dann zu K6 und holen den Loot für die Flashpoints auf Io ab. Danach gehen wir hier zu Zavala, holen das Loot für Dämmerung und heroische Strikes ab. Dann haben wir hier einmal, und dann wir noch bei Lord Shaxx Ruf zu den Waffen Loot. Und zum Ende hin gehen wir hier noch schnell zu Soraya oder Hearthstone und holen uns dann kleinen EP-Loot ab. Ja, und sonst, wie weit seid ihr? Ich weiß es nicht. Also der Char hier ist schon auf 335, dementsprechend kommt es auf jeden Fall nur hoher Loot raus. Das ist schon mal sehr gut. Und ich hoffe auch auf neue Exo-Sachen. Wie man sieht, habe ich hier das ein Exo-Helm gezogen, letztes Mal aus dem Exon-Gramm. Und also der Hirsch heißt das Ding, ganz okay. Aber ich brauche noch mehr. Also ich bin noch nicht komplett durch natürlich mit dem Warlock, mit den ganzen Exo-Sachen. Mir fehlen noch ein paar Sachen. Ich weiß gar nicht genau welche, aber es fehlen noch welche. Und deswegen hoffe ich mal, dass es gleich kommt. Zum Beispiel die Waffe oder Scharlach, die Waffe so. Und ich hoffe, dass der einmal rauskommt. Wenn nicht, dann hier Pech. So, leuchtendes planetarisches Engramm einmal. So, okay, gib mir Loot. Ah, der Hirsch nochmal. Na, sauber. Und der richtige Ton als Energiewaffe. Ah. Naja, gut. Sei mutig da draußen, Warlock. Wir zeigen es trotzdem mal eben, was das Ding so kann. So, mit 335er Power-Level schon mal gut. Der Hirsch, Helm. Ja, wie gesehen, trage ich den gerade nach vorne von geredet und dann Doppeldrop. Echt super. Naja, nur die Knochen für dein Festmahl, nur Tod für meinen Sieg. Alles klar. Dann haben wir einmal die lieben Verstorbenen. Gewährt die Rift-Energie, wenn du lebensgefährlich verletzt bist. Bei Tod wird kurzzeitig ein heilendes Rift an deinem Körper erzeugt. Dann haben wir Plaschstreifverstärkungsmodifikation. Dann hier einmal Restaurativmodifikation. Eingebaut ist der Selbstreparatur-Mod. Und ja, Power-Level 35. Ja, entweder recycle ich den, oder ich nutze den halt zum Infundieren von irgendeinem anderen Helm. Ich glaube, ich nutze das mal eben zum Infundieren, damit ich ein paar mehr Helme zur Auswahl habe. Der muss leider weg, wie gesagt, Doppelloot braucht keiner und dementsprechend werde ich jetzt infundieren. So, da habe ich zumindest noch einen Helm, Exo-Helm auf 235, schon mal ganz wichtig. So, da haben wir hier einmal der richtige Ton-Scout-Gewehr mit 33 Power-Level. Die Waffe ist nicht ganz so gut, dementsprechend werde ich jetzt das Ding auch infundieren. Ich weiß nur gerade nicht, welche Waffe, ich glaube, das ist ja ein Scout-Gewehr, also Mitternacht ohne Namen nehme ich da mal mit. Wie gesagt, infundiert immer die Waffen ohne Mod in Waffen mit Mod, weil sonst bekommt ihr halt Low Level. Also nicht, dann bekommt ihr nicht 335 gleich, sondern 330. Also immer schön da in die Waffen rein, wo ein Mod drin ist. Sonst wird das nichts. So, kann ich gleich mal austauschen. Wie gesagt, Mitternacht ohne Namen. Echt super Waffe. Die läuft, würde ich sagen. Die läuft einfach. PvP nicht so, wollte ich gerade sagen, aber PvE auf jeden Fall. Dafür ist sie sehr gut geeignet. Auf jeden Fall behalten. Genau wie Nachtschatten. Auch und andere Sachen natürlich auch. Alle Waffen habe ich jetzt nicht im Kopf, geht gar nicht. Aber mit der Namen, also dann, die will ich auch überall als Meisterwerkwaffe haben, weil das lohnt sich, definitiv. So, dann gehen wir jetzt zu Zavala und uns auch noch schön den Loot ab. Mal schauen, ob ich da irgendwann nochmal die Scharlach bekomme. Es fehlt echt noch. So, heroische Strikes Loot. Du hast heute okay, für die Toten gute Aussicht. Gesprochen. Dein Sieg als Meisterwerkwaffe, sehr nice. Das ist schon mal sehr gut, freut mich. Gucken wir uns direkt mal eben an. Ja, sauber. Sauber, sauber, sauber. Mit der spiele ich sogar, Moment. Mit der hier. Da kann ich nämlich dann austauschen hier. Obwohl, ich muss infundieren. Oder, ne, die eine, die gute Aussicht, die packe ich dann zum Titanschar und die werde ich mal eben kurz hochziehen. Das ist super mit Meisterwerkwaffe. Das ist schon mal nett. Das die kann ich auf jeden Fall gebrauchen. So, leere Schaden ist eingebaut, lasse ich auch drin, so wie es ist. So, gute Aussicht, Automatikgewehr. Ist auch ein sehr gutes Automatikgewehr für PvE und PvP. Geh mit gutem Beispiel voran. Was haben wir denn hier so? Präzisionsgehäuse, das Rückschussverhalten dieser Waffe ist vertikaler. Dann haben wir einmal Rück-BV, dann einmal Blitz-HS5, dann haben wir einmal Transmissions-MS7, hier haben wir verbesserte Geschosse, dann einmal hier panzerbrechende Geschosse und zum Schluss hier Kill-Clip, also eigentlich ganz nett. Und Meisterwerk ist hier auch eingebaut hier. Diese Waffe erzeugt bei Multikill-Sphären und zeigt die Anzahl der mit ihr besiegten Feinde an. Ja, nice one. Wie gesagt, kann man natürlich auch noch ändern hier unten, ne? Aber es kostet natürlich alles Kohle, man kann die Perks ändern etc., aber das lassen wir mal. Das ist die Waffe, nett, Meisterwerk, schon mal ganz nett, freut mich, super Ding. Dann habe ich auch noch Helm gekriegt, Xenos Teil 4, ja, Standardhelm, ne, also wird zum Infundieren genutzt dann, nichts Besonderes, sieht halt auch ein bisschen pickig aus, sieht mal aus wie ein Käfer, dementsprechend wird das nur zum Infundieren genutzt und wird erstmal jetzt hier so
drin gelassen. Dafür kann ich die anderen beiden erstmal direkt recyceln. So, gibt auch wieder ein bisschen Material rein. Die brauche ich dann nicht mehr. Läuft ja sonst immer nur alles hier im Inventar auf. Und irgendwann ist voll und dann kommt man blöd aus der Wäsche. Schau, was du heute erreicht so, hast. So, Dämmerungsloot. Guck mal, was er da hat. Okay, Ionenseele und dann lebende Erinnerung. Ich glaube, die Waffe hat noch gar nicht lebende Erinnerung. Okay, das erste Mal, dass sie kommt. Die werde ich definitiv dann erstmal behalten. Die habe ich noch nicht. So, lebende Erinnerung mit 330, auch schon mal gut, Handfeuerwaffe. Fragst du dich je, wer du früher warst? Nicht wirklich. Aber ich weiß nicht, ob die gut ist, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Werde ich dann mal testen. So, adaptives Gehäuse, einmal ein abgerundeter Griff, zuverlässig und robust. Stehen. Dann haben wir einmal schneller Zug-HV, dann einmal Kreuzfahr-HV. Dann haben wir hier vergrößertes Magazin, hier einmal taktisches Magazin und hier einmal Grabräuber. Okay, Mod kann ich einsetzen hier. Kostet natürlich auch wieder alles Kohle oder beziehungsweise Glimmer. Dementsprechend lasst es noch erstmal so, weil ich muss erstmal informieren, ob die Waffe gut ist oder nicht. Das ist hier auf jeden Fall Schlagkraft, Reichweite, Stabilität, Handhabung, Nachladetempo, Magazin 13. Hört sich interessant an, aber wie gesagt, muss ich erstmal gegenchecken, ob das denn sich lohnt oder nicht. Gemeinsam so, da haben wir hier noch die Ionenseele bekommen, Panzerhandschuhe. Oben steht noch, wir sind einzigartige Ausströmung des gleichen Lichts, das wir teilen, Kult der Ionen. Ja, ist ganz okay. Also vom Design finde ich die ganz nett. Der Perk geht so, ne? Ionenenergie hier einmal, Granatenwerfen gewährt Ionenkult Verbündeten folgendes: Granatenenergie für Warlocks, Barrikadenenergie für Titan und Ausweichenergie für Jäger. Andere Verbündete erhalten einen Bruchteil der geteilten Energie. Ja, also halt für deine Teammates auf jeden Fall geeignet. Das Ding, 335er Powerlevel, dementsprechend werde ich jetzt die andere hier Ionenseele recyceln, weil Doppelloot braucht, wie gesagt, sag ich jetzt immer, keiner. Also gleich recyceln, weg damit und den Loot einsacken. Und ja, dann geht es weiter zu Lord Shax und uns da auch nochmal ruft zu den Waffenloot ab. Wie gesagt, ich bin voll zufrieden im Moment. Der Loot, der ist ganz gut und das tut mir auch gut. Der so. Schmelztiegel wurde für Hüter wie dich. Okay, ruft zu den Waffenloot. Mal schauen, was da rauskommt. Nichts Besonderes. Okay, Anker suchender 4 und Stahlsibyl S oder Z14. Ups, so, mal gucken hier. Schwert, alles klar. Ja, 33. Schwert, nichts Besonderes. Also werde ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Ich werde nämlich dann hier meine Ewigkeitsklinge damit infundieren. Wie gesagt, hier auch, ne? Hier ist ein Mod eingesetzt, bei dem anderen nicht. Deswegen hier rein infundieren mit 33. Da habe ich jetzt drei Schwerter hier mit 335. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt soll, ob ich es überhaupt brauche. Aber nun gut, einmal hier neue Monarchie-Schwert Ehrengrad, dann hier einmal Ewigkeitsklinge und dann hier einmal Sephir, oder wie das heißt. Das ist richtig ausgesprochen, ich weiß gar nicht genau. So, da haben wir hier noch Anker suchender 4. Ja, gehe ich auch nicht näher drauf ein. Das ist Standard-Loot, nichts Besonderes, kommt dieses Mal. Aber gut, halt 33, kann man gut zum Imponieren nutzen. So, mal gucken, was ich hier recyceln kann. Dann haue ich die anderen einfach mal eben weg, weil das ist ja dann unnötig, dass ich die Sachen behalte. Materialien brauchen wir immer. Jetzt holen wir uns nochmal schnell den Loot ab bei Soraya, beziehungsweise Horsethrone. Und dann gehen wir dann nochmal kurz meine Sammlung angucken beim Warlock hier. Mal schauen, was das jetzt alles so, ja, oder wie es jetzt aussieht in meiner Sammlung. Mal schauen. Aber soweit lief es ganz gut. Also bis jetzt kam das raus, was man auch brauchen kann noch und was noch fehlte in meiner Exo-Sammlung. Aber ja, mal überraschen lassen, was noch alles in Zukunft kommt. Wie gesagt, Scharlach, die Waffe fehlt immer noch. Leider. Vielleicht, du aber gibst kommt sie jetzt nicht ja. Auf, oder? Letzte Chance. Hast Gaul ausgeschaltet. So, kleine EP in Gramm. Und jetzt hört man überall, wie sehr du und dein Clan Dinge in Bewegung setzt. Und deswegen habe ich mit dem ganzen Clan aus Teil 4. Naja, zumindest wieder Exo. Besser als nichts. Gib auf dich acht, ja? Die haben wir auch nicht mit 335, auch noch, habe ich auch noch nicht die Waffe, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. So, risikoreich, Maschinenpistole. Lade deine Seele auf und lass die Elektronen singen. Alles klar. Dann haben wir hier einmal Akkusleiter. Wenn du Akkusschaden abbekommst, wird diese Waffe stärker und widersteht eingehendem Akkuschaden. Kills verlängern die Zeit in diesem überladenen Zustand. Okay. Pfeilspitzenbremse einmal hier, da haben wir vergrößertes Magazin einmal noch, dann einmal hier Supraleiter und zum Schluss hier Halbschaft. Mod ist eingesetzt, Waffenangriffsmod und ich habe sogar ein Ornament dafür und zwar Sommergewitter. Werden direkt einsetzen. Ja, erstmal so. So sieht es im Moment. So sieht die Waffe normal aus und jetzt mit dem Ornament hier Sommergewitter. Sieht die so aus. Eigentlich ganz nice, oder? Also ich finde, die sieht ganz schick aus. 335er Power Level, natürlich auch nice. Das Lüft. So, mal kurz mal eben einmachen hier, zum Zeigen gleich auf Rücken tragen. So, da haben wir noch den Helm gekriegt. 10 aus Teil 4. Aber, wie gesagt, nehme ich nur zum Infundieren. Das Ding sieht halt total behindert aus. Also, sieht nicht schick aus. Richtig blöd eigentlich. So, jetzt gucken wir uns noch die Sammlung an. Kurz mal die Waffe hinten zeigen. So sieht die Waffe aus.
wenn man sie trägt. Ja, ganz okay, würde ich sagen. So, und dann gucken wir uns mal kurz die Sammlung an und dann sind wir auch gleich durch hier. Dann war das mein Wochenloot und dann werde ich dann vielleicht auch mal anfangen, meinen Jäger hochzuziehen. Mal gucken, jetzt habe ich erstmal nichts weiter zu tun. Ich habe so noch andere Spiele offen, die ich so noch spielen möchte und auch noch weiterführen möchte, aber zeitlich ist es alles ein bisschen blöd gerade, wegen Arbeiten und muss mal gucken, wo man die Zeit dann lässt, in welchem Spiel. Und im Moment ist es halt Destiny und Battlefront 2, dementsprechend ja, haben wir für andere Spiele ein bisschen wenig Zeit leider. Ist ein bisschen blöd, aber kann man nicht ändern. Ist ja auch alles hier ein Hobby, ne? So, Sammlung, da wollen wir hin. So sieht es im Moment aus. 21 Waffen habe ich. Ja, gehen wir kurz mal hindurch, aber prinzipiell sollte man die meisten Sachen hier kennen. Eigentlich sind, glaube ich, die wichtigen Sachen jetzt vom Add-on, vom DLC hier. Einmal hier Prometheus-Linse einmal, dann haben wir hier die Kolonie und dann haben wir Telesto. Das sind die einzigen Waffen, die ich jetzt gekriegt habe aus dem DLC. Hier ist die exotische Ausrüstung. Das ist auch nur interessant, eigentlich, was ich hier jetzt vom DLC bekommen habe. Dann einmal hier die Ionenseele, dann einmal Abendandacht von Radius und dann hier einmal der Hirsch. Sonst fehlt auch noch, ich weiß gar nicht, was alles fehlt. Ich muss echt mal mich mal nochmal schlau machen, was mir noch alles fehlt. Hier sind noch die Tänze. Hier sind noch ein paar Abzeichen. Einige sind sehr hübsch, einige wiederum nicht. Ja, so sieht's aus. Aber man kommt gut voran. Ich bin zufrieden und ja. Würde ich sagen, erstmal danke fürs Zusehen und Zuhören. Vielleicht hat es ja gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ein Like da gelassen wird. Und dann sehen wir uns beim nächsten Destiny 2 wird auf diesem Channel wieder. Danke und bis demnächst. Tschüss.